Hallo meine lieben Erdzeichen, herzlich willkommen alle Jungfrauen, Stiere und Steinböcke zu eurem Reading aus dem Tarot für die erste Julihälfte. Ja, meine Lieben, ihr seht gar nicht so viele Karten hier in der Legung. Eure Legung ist sehr, sehr eindeutig gewesen. Ich habe für die Hauptlegung, die Karten seht ihr bereits aufgedeckt, das Golden Rider Tarot verwendet und zur Klärung ein weiteres Tarot-Deck, nämlich das Crystal Vision. Aber wie gesagt, ich habe heute gar nicht so viele Klärungskarten gebraucht, denn die Botschaft, die heute zu euch kommen möchte, ist sehr, sehr deutlich. Ich frage ja vor jedem Reading, das ich erstelle, immer nach den Botschaften, die jetzt speziell zu den Menschen in unserer Heart and Soul Family kommen möchten, die sie auch am dringendsten brauchen. Ja, deswegen kann es gut sein, dass du dich bei den allgemeinen Readings natürlich nicht jedes Mal wiederfindest. Hör einfach gut in dich hinein. Ja, wenn du schon nach ein paar Minuten merkst, das ist diesmal nicht mein Thema, dann schau dir gerne noch die Legung für deinen Aszendenten oder dein Mondzeichen an, denn dann kann es sein, dass diese Legungen stimmiger sind. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, dass die Readings in den letzten Monaten im Prinzip gar nicht so unterschiedlich waren. Denn die Zeitqualität, und mir ist es ganz wichtig, das einfach nochmal vorneweg zu sagen, die wir aktuell erleben, ist einfach dazu prädestiniert, Altes zum Abschluss zu bringen und Neues zu beginnen. Und da ist es ganz gleich, ob das im Berufsleben ist, ob das das eigene Verhalten ist, ob das bestimmte Glaubenssätze sind oder auch, ob es Themen in der Liebe sind. Ja? Wir Menschen werden im Moment geradezu dahin gedrängt, ja? Wirklich alte Kreisläufe zu schließen. Und die göttliche Führung unterstützt uns unglaublich dabei. Ja, also das heißt, wir merken ja zunehmend, wenn irgendeine Lebenssituation nicht mehr passt für uns, nicht mehr stimmig ist, ja, oder auch wenn wir mit bestimmten Menschen nicht mehr in Resonanz gehen, ja, wenn wir uns in unserem Berufsleben vielleicht nicht mehr wohlfühlen und immer wieder denken, wir werden zu Neuem gedrängt. Also das ist einfach Tenor seit Monaten. Und ich sage das deswegen oder möchte das nochmal so ausführlich erklären, weil ich natürlich schon mal den einen oder anderen Kommentar lese, ja, wo ihr schreibt, ja Uli, warum fallen immer die gleichen Karten? Ich meine, ihr wisst mittlerweile, wenn ihr mich schon länger verfolgt, dass ich wirklich immer genau das wiedergebe, was ich hier empfangen darf. Und so ein Tarotdeck hat 78 Karten, ja. Wenn aber dann immer wieder, wie hier jetzt der Narr für den Neubeginn fällt, ja, dann kann ich es auch nicht anders deuten. Wir haben im Moment die große Möglichkeit, Karma zu erlösen, karmische Aufgaben anzugehen, ja, die wir schon aus vielen Inkarnationen mitbringen. Und deshalb, wie gesagt, sind die Energien natürlich relativ ähnlich. Ja, ich beginne jetzt einfach mal und du spürst in dich hinein, ob das hier dein Thema ist. Es fällt eine tolle erste Karte. Ich habe an der Stelle gefragt, welche Hauptenergie steht dir zur Verfügung in der ersten Julihälfte? Und hier fallen die 6 Stäbe. Das ist die Siegeskarte im Tarot und sie steht dafür, dass man voller Selbstvertrauen ein bestimmtes Ziel verfolgt hat und dieses auch erreicht. Allerdings, und jetzt kommt leider gleich der Pferdefuß dazu, ich habe nämlich gefragt für eine Klärungskarte, in welchem Bereich könntest du denn den Sieg einfahren? Und dann kommt hier aus dem Crystal Vision der Mond. Ja, die großen Arcana-Karten, die schlagen sozusagen die kleinen. Das heißt, wenn ich bei einer Tarotkarte aus der kleinen Arcana um eine Klärungskarte bitte und dann fällt eine große Arcana-Karte, wie es jetzt hier der Fall war, dann ist die quasi gewichtiger. Was ich damit wahrnehme, dein Wunsch ist es, in einer bestimmten Situation deines Lebens den Sieg einzufahren, ja, aber, und jetzt kommt leider das Aber, das liegt alles noch im Verborgenen und es könnte sein, dass du hier auch noch mit Schwierigkeiten zu rechnen hast auf diesem Weg. Die Mondenergie des kommenden Vollmondes, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, findet der im Steinbock statt. Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich habe mich noch nicht so intensiv beschäftigt, aber wenn es Erdzeichen Mondenergie ist, könnte das auch ein Hinweis darauf sein, dass dieser Mond dir Kraft geben wird, ja? Also
Was ich hier wahrnehme, du weißt eigentlich, wo du hin möchtest, aber du weißt noch nicht genau wie. Oder aber du weißt genau, wo du hin möchtest, ja, hast auch das nötige Selbstvertrauen, aber dir werden Steine in den Weg gelegt von außen. Denn die fallen hier nämlich auf dieser Position in Form des Ritter des der Schwerter ins Kartenblatt. Ich frage nämlich an der Stelle, woher kommst du, also jetzt Ende Juni, ja, aus welcher Energie? Und hier fällt der Ritter der Schwerter. Das ist ein Bursche, den sehe ich gar nicht gern in Readings, denn er steht für Streit, für Konflikt, für Angriffslust. Ich habe dazu auch gar keine Klärungskarte erbeten, weil ich einen sehr eindeutigen Impuls hatte. Es könnte in deinem Leben ein Luftzeichen geben, eine Waage, ein Wassermann oder ein Zwilling, der oder die dir hier im Juni ein bisschen das Leben schwer gemacht hat oder schwer machen wollte. Ich nehme das auch so wahr, dass diese Person eventuell hier zu diesem Mond gehört, ja, dass er oder sie dafür verantwortlich ist, dass du den Weg, den du für dich eigentlich klar vor dir siehst, nicht oder noch nicht beschreiten kannst. Ja? Der Ritter der Schwerter, das ist einer, der ist ohne Furcht und Tadel, ja, der geht auch so ein bisschen über Leichen in Anführungszeichen. Also der kommt auch manchmal mit unfairen Mitteln. Also vielleicht gibt es jemand in deinem Umfeld, der dir wirklich nicht wohlgesonnen ist. Es muss kein Luftzeichen sein. Ja, ich glaube, jetzt für diejenigen, die tatsächlich ein Luftzeichen in der Umgebung haben, könnte es vielleicht besonders passend sein. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die jetzt in einem anderen Sternzeichen geboren sind, die aber trotzdem in dieser Energie sein können. Ja? Also konfliktbeladen, angriffslustig, vielleicht auch nicht ganz fair. Ja? Also so nehme ich das wahr. Jetzt habe ich hier an der Stelle gefragt, wie sich das Ganze dann weiterentwickeln könnte, etwa zu der Zeit des Vollmondes oder kurz danach. Und hier fällt aus dem Rider-Waite-Tarot eine Karte, die für Nachrichten steht. Ja? Also die 8 Stäbe stehen einmal für Nachrichten, die zu dir kommen können. Die stehen auch für Entwicklung, dafür, dass etwas vorangeht. Da wollte ich jetzt natürlich mal die Klärungskarte, und da mein erster Impuls zu dieser Karte tatsächlich Nachrichten waren, habe ich mal speziell gefragt, um was für eine Art Nachrichten, ja, könnte es sich denn handeln? Und da fiel jetzt auch wieder eine sehr unschöne Karte, nämlich die 7 Schwerter. Das ist die Karte, die steht für Lügen, für Betrug, ja, dafür, dass jemand dich vielleicht hintergehen möchte. Und das könnte dieser Ritter der Schwerter hier oben sein. Ja? Denn was ich hier spüre, es gibt einen Menschen, der ist dir, wie ich es gerade schon gesagt habe, absolut nicht wohlgesonnen. Und hier könnte eine Lüge oder ein Betrug aufkommen. Ja? Was ich allerdings auch wahrnehme, ist, dass das nicht zu deinem Negativen gereicht. Also wenn hier etwas ans Tageslicht kommt, was vielleicht lange Zeit im Verborgenen blieb, denn der Mond liegt ja auch für Geheimnisse, und dafür, dass etwas im Verborgenen liegt, dann könnte das dein Leben wirklich nach vorne bringen, ja, so dass du vielleicht auch den Absprung aus einer Situation schaffst, ja, die du sonst vielleicht noch weiter beibehalten würdest. Also was immer du hier erfährst, ja, führt scheinbar im Endeffekt dazu, dass etwas beendet wird. Denn als ich wiederum fragte, wie entwickelt sich das Ganze für dich dann in Richtung Mitte des Monats, dann fielen die 10 Schwerter. Und die 10 Schwerter, das ist ja eine Karte, die für ein absolutes Ende steht. Ich fühle, dass das eventuell nicht ganz schmerzlos vonstatten geht. Ja, aber ich möchte fast behaupten, ja, also das nehme ich zumindest sehr, sehr stark wahr, dass die göttliche Führung hier eingreift, weil etwas, was vielleicht lange Zeit nicht ans Licht gekommen ist, jetzt, ja, ans Tageslicht kommen soll, um auch vielleicht die Energie zwischen mehreren beteiligten Personen zu verändern. So nehme ich das wahr.
Denn ich habe schon das Gefühl, dass dieser Ritter der Schwerter, wer immer das für dich ist, dich ganz schön piesackt. Wenn du jetzt hier eher mit einer Berufssituation in Resonanz gehst, könnte das zum Beispiel ein Arbeitskollege sein, ein Vorgesetzter. Hier könnte Mobbing im Spiel sein. Ja, dass Dinge hinter deinem Rücken passieren und du findest es raus und du entschließt dich deshalb, hier beispielsweise dein Arbeitsverhältnis zu beenden. Was ich ganz stark wahrnehme, ist, dass das, was hier passiert, und wie gesagt, im weitesten Sinn hat es damit zu tun, dass etwas ans Tageslicht kommt, das bisher im Verborgenen lag. Genau so sein muss, ja, damit sich in dieser gesamten Situation etwas verändert. Ich habe jetzt hier auch nochmal um eine Klärungskarte gebeten und hier fallen die 8 Kelche. Ja? Im Rider-Waite-Tarot ist es die Karte, auf der sich der Mann aufmacht in die Nacht. Der lässt 8 gefüllte Kelche zurück, macht sich aber trotzdem auf an ein anderes Ufer, weil er weiß, da wo er bislang war, ja, ist für ihn keine Erfüllung möglich, kein Glück und auch kein Wachstum. Und das Interessante auf der Karte ist auch hier wieder der Mond. Ja? Also nochmal spüre ich, dass dieser Mond, der kommende Vollmond, eine große Bedeutung für euch, liebe Erdzeichen, haben kann. Im Sinne dessen, etwas zu beenden oder eine Situation zu verlassen, aufgrund von Dingen, die hinter eurem Rücken passiert sind oder die bislang nicht öffentlich waren. Also so kommt mir das immer wieder in Gedanken. Es ist jetzt vielleicht so ein bisschen speziell, aber auch auf die Berufssituation würde es wieder passen. Aber auch auf Freundschaften, ja. Es erleben ja viele von euch derzeit auch die Situation, dass man im Freundeskreis, ja, einfach spürt, wo passt es nicht mehr. Dass man hier vielleicht auch erfährt, dass Freunde hinter dem Rücken schlecht über einen sprechen. Dass man sich vielleicht ausgenutzt fühlt. Dass Dinge herauskommen, die im weitesten Sinn etwas mit Manipulation, mit Intrigen zu tun haben. Und genau das führt dann aber dazu, dass scheinbar ein Schlussstrich unter ein bestimmtes Kapitel gesetzt wird, ja, der aber auch nötig ist. Denn wir erfahren ja manchmal und zum Leidwesen von uns allen wirklich erst immer im Nachhinein, wofür manche Situationen gut sind, die uns zunächst einmal überhaupt nicht gut erscheinen. Und da dürfen wir immer wieder darauf vertrauen, dass das, was geschieht, unserer Weiterentwicklung dient. Ja, ich fragte dann hier an der Stelle, was kommt eventuell im Außen auf dich zu? Und hier fällt der Gehängte. Der Gehängte, das ist jetzt eine Karte für Stillstand, aber das Wichtige ist ja der Lichtkranz hier um den Kopf des Gehängten. Was sehr schön dazu passt, dass du eventuell eine Erkenntnis erlangen könntest, das hängt jetzt wiederum hier mit dieser Nachricht zusammen, die dazu führt, also die kommt von außen auf dich zu, diese Erkenntnis, ja, deswegen liegen ja hier auch die Nachrichten, die dich dazu veranlasst, aus diesem Zustand des Gehängten zu entkommen. Das würde jetzt vor allem für diejenigen unter euch gut passen, die schon lange in einer Situation sind, in der sie sich eigentlich nicht glücklich und erfüllt fühlen. Und diese Erkenntnis, die du da vielleicht gewinnst, ja, katapultiert dich nämlich aus dem Zustand des Gehängten in die Energie des Herrschers. Denn der fällt hier als Klärungskarte. 2 große Arkana-Karten. Und wie gesagt, ich nehme das für deine Energie wahr. Denn der Herrscher fiel ja nicht auf meine Frage zunächst, was von außen kommt, sondern der fiel als Klärung zum Gehängten. Und wenn der Gehängte sich aufgrund einer Erkenntnis, die er durch das Äußere, ja, also durch Nachrichten, durch irgendetwas, was dir erzählt wird, vielleicht auch durch irgendeinen Zufall, der etwas ans Licht bringt, erhält, katapultiert dich in diese Energie des Herrschers. Weil dann wird dir nämlich bewusst, so, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ich möchte
das nicht mehr erleben. Ich möchte diese Lüge, diesen Betrug nicht mehr. Ich möchte nicht mehr, dass etwas hinter meinem Rücken passiert. Und ich möchte keine Fassade mehr in meinem Leben aufrechterhalten, die ich vielleicht gar nicht bin. Denn das könnte es auch sein, ja, dass du vielleicht bislang in einer Lebenssituation lebst, die im wahrsten Sinne des Wortes hinter einer Maske stattfindet, ja, und hier möchte die Wahrheit ans Licht kommen. Es würde jetzt zum Beispiel für all diejenigen zutreffen, die sich noch in einer Beziehung befinden und ihr wisst ganz genau, diese Beziehung existiert eigentlich nur noch auf dem Papier und nach außen hin, weil man nach außen noch versucht, die heile Welt darzustellen, aber im Grunde lebst du damit nicht deine Wahrheit. Ja, und die Energie des Herrschers, ja, auch wenn du jetzt als Frau schaust, sieh's bitte ruhig als Herrscher, die beinhaltet ja diesen Aspekt der männlichen Kraft. Wir haben ja alle Menschen beide Seiten in uns. Ja, wir haben dieses weibliche, empfangende, passive in uns, aber eben auch dieses männliche, aktive, ja, dieses handelnde. Und wenn der Herrscher fällt, dann wirst du eigentlich darauf hingewiesen, dass es für dich jetzt darum geht, wirklich klar zu entscheiden, was möchte ich. Und das passt wunderschön hier zu dieser Siegeskarte, denn die impliziert auch, dass du ein Ziel hast. Du weißt eigentlich im Grunde, wo du hin möchtest. Ja? Und der Herrscher rät dir vor allem auch dazu, wirklich den ersten Schritt zu tun. Denn wir Menschen, ja, wir neigen ja dann doch immer mal dazu, uns sehr lange in Komfortzonen zu belassen, ja, weil wir nicht den Mut haben, wirklich aus einer Situation auszusteigen. Sei es jetzt eine Beziehung oder eine Ehe, die wir verlassen müssten, oder auch einen sicheren Job, den wir kündigen müssten, weil wir einfach spüren, dort sind wir nicht erfüllt, das entspricht nicht unserer wahren Berufung. Aber die Hemmschwelle, so etwas zu tun, wirklich eine gewisse Sicherheit im Leben zu verlassen, die ist groß. Und der Herrscher, der macht den ersten Schritt. Ja? Also da geht es nicht mehr darum, nur in Träumen und Illusionen zu schwelgen und zu sagen, wenn ich nur könnte. Nein, es könnte also tatsächlich sein, dass sich hier für einige von euch etwas sehr Gravierendes ereignet, ja, was euch sozusagen die Schuppen von den Augen nimmt und ihr dann wirklich in eure aktive Handlungskraft kommt und sagt so, jetzt befreie ich mich aus einer Situation, denn in eure Hoffnungen fielen die 9 Münzen, ja, das ist die Hoffnungskarte für euch. Diese Karte entspricht der Single-Karte im Tarot. Es ist im Übrigen meine Lieblingskarte im Deck. Ich habe es schon oftmals erwähnt. Ich liebe diese Karte, weil sie zeigt eine Frau. Und das ist jetzt ganz gleich, ob du als Mann oder als Frau zuschaust. Ja? Sie zeigt einen Menschen, möchte ich es lieber so allgemein formulieren, der ein vollkommenes, unabhängiges Leben mit sich selbst fühlt. Ja? Diese Frau ist angebunden an die Natur, an die Tierwelt. Sie ist mit sich im Reinen. Sie ist mit sich zufrieden. Und das steht ja im krassen Gegensatz zu dem, was ich vorher sagte, dass sich die einen oder anderen von euch vielleicht noch in einer Situation befinden, in der sie entweder hintergangen werden, ja, oder aber selbst eine, in Anführungszeichen, Lüge leben, ja, weil man nach außen etwas anderes vorgibt zu sein, als man eigentlich ist. Diese Karte sagt genau das Gegenteil. Denn diese Frau ist vollkommen authentisch. Die weiß, was sie möchte, die weiß auch ganz genau, was sie nicht mehr möchte und vor allem hat sie gelernt, für sich selbst einzustehen. Und das ist in diesem Reading ein wichtiger Punkt, ja, denn, meine Lieben, den Sieg, ja, im Sinne der 6 Stäbe hier, kann ich, egal in welcher Situation, nur dann einfahren, wenn ich mich aufrechte, wenn ich mich groß mache und sage, okay, jetzt weiß ich, wohin ich will, ich kenne mein Ziel, ich stehe für mich ein, ich mache mich wirklich, ich möchte fast sagen, ich wachse über mich hinaus.
Sich groß machen trifft es noch nicht ganz, ja. Es geht darum, über dich hinaus zu wachsen, ja. Dass du wirklich sagst, ich habe doch das Beste verdient in meinem Leben. Ich habe weder verdient, dass mich irgendjemand belügt oder hintergeht, schlecht über mich redet, irgendwas hinter meinem Rücken passiert. Ich habe aber auch nicht verdient, dass ich angefeindet werde, weil ich mich auf einen neuen Weg machen will. Und ich habe auch nicht verdient, hinter einer Maske zu leben, weil es andere Menschen von mir erwarten und ich diesen anderen gerecht werden will. Ja? Also so unsicher das hier vielleicht noch ist, ja, ob du dein Ziel erreichst, die Energie von diesem Reading ist sehr, sehr positiv, dann auch vor allem in der Endphase, denn diese Frau, die hat erkannt, ja, dass einzig und allein ihr Glück zählt, dass sie Entscheidungen treffen darf, die ihrem höchsten Wohl entsprechen. Und ich habe ja dann hier gefragt, wie entwickelt sich das Ganze weiter? Also ich bringe ja diese Position immer mit der hier in Verbindung. Hier erhalten wir schon mal einen Ausblick auf die zweite Monatshälfte. Und da fällt der Narr. Wunderschön passend, denn der Narr ist die allererste Karte im Tarot. Da geht es um einen absoluten Neubeginn im Sinne einer Tabula Rasa. Hier wird die Vergangenheit einmal hinter sich gelassen. Passt natürlich jetzt unglaublich gut zu den 10 Schwertern, denn zuerst scheint etwas zu Ende gehen zu müssen, bevor etwas Neues beginnen kann. Ja? Und auch diese 8 Kelche, die hier gefallen sind zu den 10 Schwertern, sprechen ja davon, dass jemand eine Situation verlässt. Und der Narr kann sich nur auf einen neuen Weg machen, wenn er sozusagen das alte Ufer hinter sich lässt. Der Narr ist so ein bisschen wagemutig, das gefällt mir jetzt für das Erdzeichen-Reading gut, denn die Erdzeichen-Energie ist ja sehr verstandeslastig. Ja, Erdzeichen denken sehr viel über ihre Entscheidungen nach. Ja, da findet immer wieder ein Abwägen statt. Man hat so ein bisschen immer im Hinterkopf, was passiert, wenn. Ja, man spielt 100 Möglichkeiten durch und das führt dann oftmals eben hier zum Zustand des Gehängten, dass man nämlich gar nicht losgeht. Ja, auch aus der Angst heraus im Nachhinein etwas zu bereuen. Der Narr braucht Mut und das finde ich sehr gut und der ist auch risikoreich. Und das gefällt mir eben für euer Reading, weil die Erdzeichen im Allgemeinen nicht sonderlich risikoreich sind, ja, sondern die sind eher so ein bisschen die Sicherheitsdenker. Aber mit der Karte zeigt die Legung sehr schön, ja, dass du wirklich auch deine Herzenskraft stärkst, dass du mehr auf deine inneren Impulse hörst. Und genau das ist auch hier deine Aufgabe, denn die geistige Welt bringt die Gerechtigkeit. Noch eine große Arcana-Karte in deinem Kartenblatt, das ist die Karma-Karte im Deck. Und die Gerechtigkeit bedeutet nichts weiter, dass dir Gerechtigkeit erfahren wird, ja, hier in dieser Situation. Wenn es vielleicht wirklich so ist, dass du belogen, betrogen wurdest, ja, dass hier etwas ans Tageslicht kommt, was du nicht wusstest, sagt dir die geistige Welt, keine Angst. Wenn du dich aus dieser ungesunden Situation jetzt löst, wird dir Gerechtigkeit erfahren. Was aber auch wichtig ist bei dieser Karte, die Karte beinhaltet auch diesen Aspekt, wirklich die Verantwortung für sein eigenes Leben und damit auch für sein eigenes Glück zu übernehmen. Ja, denn das ist ja letztendlich unser aller Karma. Wir bringen alle aus unseren vergangenen Erfahrungen ja letztlich diese Aufgabe mit, uns selbst bedingungslos lieben zu lernen und zu verstehen. Und da passt wieder hier diese Karte so schön, die 9 Münzen, zu verstehen, dass ausschließlich wir selbst dafür verantwortlich sind, wie es uns geht und wie wir uns fühlen. Wenn du zum Beispiel, was ich vorhin angesprochen habe, noch in einer Lebenssituation bist, die eigentlich einer Maskerade entspricht, ja, dass du nach außen hin versuchst, etwas ganz anderes darzustellen, als du eigentlich bist, dann ist es jetzt deine Aufgabe, wirklich genau hinzuschauen und zu sagen, ja, wie lange will ich denn das noch aufrechterhalten? Wie lange will ich noch einen Schein wahren, der nicht der Wahrheit entspricht?
Also in diesem Reading wirklich Grundtenor oder Hauptthema dieser Legung ist Wahrheit, Wahrhaftigkeit. Was in deinem Leben ist nicht wahrhaftig? Wo in deinem Leben lebst du noch eine Maske oder wo in deinem Leben wirst du vielleicht noch hintergangen, betrogen, belogen? Das ist Hauptthema dieser Legung. Und die beiden Unterseiten der Decks, die sind unglaublich kraftvoll. Wir haben nochmal zwei große Arcana-Karten. Nämlich hier fällt mit der Mäßigkeit dein Schutzengel ins Blatt. Ja, wir haben hier an der Unterseite des Crystal Vision die Mäßigkeit. Du siehst diesen wunderschönen Engel hier. Das ist die göttliche Führung, die jetzt sagt, mäßige dich, ja. Auch wenn hier etwas geschieht, was dich verletzt, gerade dann, wenn du vielleicht erfährst, dass jemand nicht ehrlich zu dir war, dass etwas hinter deinem Rücken passiert ist, dann kann das erstmal wehtun. Aber, und jetzt kommt das Wichtige, bedenke, dass genau das der Auslöser dafür war, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Dass du auch in Zukunft deine ganze Wahrhaftigkeit und Authentizität leben kannst. Und all das, was passiert, ist göttlich geführt, denn sonst würde hier nicht die Mäßigkeit fallen. Dieser Schutzengel breitet sozusagen die Flügel über dir aus und sagt, fühle dich sicher, ja, es will hier niemand etwas Böses für dich, aber es ist jetzt Zeit, dass mit einer Lüge aufgeräumt wird, ganz klar, ob die von außen kommt oder ob du die lebst. Ja, und passender könnte es nicht sein, nochmal eine ganz gewaltige Karte an der Unterseite des Rider-Waite, die Welt. Die Welt steht für die Vollendung, das ist die letzte Karte im Tarot und die passt natürlich jetzt nochmal ausgezeichnet zu den 10 Schwertern und zum Narren, ja. Also wenn ihr euch überlegt, aus 78 Karten des Rider-Waite-Tarots fällt die letzte und die allererste Karte, ja, was also ganz deutlich nochmal zeigt, dass es für dich darum geht, einen Zyklus deines Lebens komplett zu schließen, mit allen Konsequenzen, so damit ein wundervoller Neubeginn für dich möglich wird, für den Mut erforderlich ist, der dich dann aber letztlich auf die Sonnenseite des Lebens bringen wird, weil du keine Lüge mehr lebst, weil du keine Maske mehr tragen musst und weil du Dinge und Situationen zu Ende gebracht hast, die nicht der Wahrheit entsprachen. Ja, meine Lieben, ein gewaltiges Reading, wie ich finde, ja, zum Thema Lüge, Wahrhaftigkeit, Masken, sehr, sehr intensive Energien. Bin gespannt, ob ihr damit in Resonanz gehen könnt. Ja, vielleicht nicht für alle stimmig, aber ich glaube, ja, ihr habt euch schon in großen Teilen wiedererkannt, vor allem diejenigen, die jetzt auch schon längere Zeit spüren, dass es in ihrem Leben wichtig ist, eine bestimmte Situation zu verlassen oder auch sich von bestimmten Menschen zu distanzieren. Und deswegen glaube ich schon, dass ich so ein bisschen den Nerv im Kollektiv getroffen habe mit meiner Mannschaft. Wie gesagt, ich lasse die Botschaften durch mich durchfließen. Ja, das, was zu euch kommen möchte, das wird zu euch kommen und dann auch die richtigen Zuseher erreichen. Ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr das Video kommentiert. Schreibt gerne darunter in die Kommentare, ob ihr in Resonanz gehen konntet. Ja, ich freue mich da immer sehr, wenn ihr auch ein bisschen erzählt von euch. Das hilft ja auch den anderen, die Kommentare lesen. Und ja, da bin ich sehr dankbar dafür. Jetzt wünsche ich euch eine schöne erste Julihälfte und sage Tschüss, bis bald, eure Uli.